Wir kommen! Bowser, wir sind unterwegs! Du kannst dich nicht mal vor uns verstecken. Wir haben sogar unseren Anzug an. Wir werden heiraten, nicht du! Richtung Mondland. Ja. Gott sei Dank ist der Mond nicht so groß, hä? Läuft! Mondland, Mondscheinkrater. Die Hochzeitsglocken läuten schon. Ha, Bowsers Mondhochzeit. Na, wenn du mal nicht andreht aussehst. Meine Schwester und Peach sind dort drüben. Beeilen wir uns! Ist cool, aber ich finde immer noch geil, die ganz verschiedenen Welten. Die haben sie echt gut gemacht. Ja, hier gibt es halt auch. Ja, oh. Kann es sein? Okay, wir springen höher. Ich wollte schon sagen, kann es sein, dass hier die Schwerkraft auch mitspielt? Oh, verdammt. Das wird natürlich schwierig, so zu jumpen. Wie will man das schaffen? Da oben ist ein Mond, ich sehe es doch. Ey. Das ist unmöglich. Nochmal einer. Willst du mich verarschen? Gesehen, der Mond. Mit dem Mondschein in den Wettstreit. Okay. Wir haben den Mond. Ja, bei einem Mond. Weiter geht die Action. Eigentlich müssen wir uns beeilen für die Hochzeit. Aber wir gucken uns hier noch um. Die Steine. Eigentlich haben wir schon unseren Anzug. Wenigstens können wir hier sagen, wir haben schon alles. Sprung in die Tiefe. Sonst gibt es ja noch irgendwie was Feines, was ich wissen muss. Irgendwas, was ich übersehen könnte. Zack. Natürlich auch weg. Und weiter geht's. Ah, guck mal an. Hopp. Nehme ich mit, gönne ich mir. Wer weiß, was ich hier noch kaufen muss. Fußball! Guck mal, hier ist das Ding kaputt. Nein. Aha. Yep. Oh. Oh nein. Komm doch sicher hier rum. Und rennen! Boah, das reicht niemals. Nope, reicht nicht. Vergiss es. Viel zu heftig. Nö, mache ich nicht. Da muss ich wahrscheinlich einen Doppelsprung und so machen. Oh, ne. Dafür habe ich aber keinen Nerv. Ach, guck mal an, was da für ein Level ist. Das ist natürlich direkt auf der anderen Seite. Das sehe ich jetzt erst. Da müssen wir auch gleich hin. Mr. Hoppelhase. Boom! Ich hab dich! Ich hab dich! Yeah! Hoppele hip auf dem Mond! Hippele hopp! Yeah! Yeah! Auf das weg! Hoch. Was gibt's hier? Na? Reisetipp anrempeln. Bist du schon mal gesprungen und hast dir gedacht, du wirst gerne etwas weiterkommen? Dann probier mal das. Drücke die S, um den Y, um deinen Anrempel auszuführen, um ein großes Distanz zurückzulegen. Okay, geil. Ach, deswegen brauche ich... Okay, ich hab's verstanden. Deswegen
In der Tat, unser kleiner Blitz, ich birke hier in Augenweide. Boah, das sieht geil aus. Jetzt weiß ich. Schaffen wir es darüber? Sonst gibt es hier nichts. Wenn ich sterbe, ich habe eh keinen Checkpoint. Oh nein. Oh nein. Nein! Ich habe gedacht, er kann so weit springen. Ah! Verdammt. Ja, ich habe so viele Münzen, hey. Alter Vater. Aber hier hinten gibt's was. Fühlt sich auch so leicht? Ich fühle mich voll schwer. Lass mich runter. Und da rein. Wow. Dezent knapp. Und Mond an der Steilwand. Heißt, ich muss wieder zurück? Oder wie sieht das aus? Nein! Das hat nicht gereicht. Ja, ganz normal zurück. Da oben waren noch drei Punkte, aber auf die kacke ich jetzt mal. Okay. Haben wir das auch. Dann geht's weiter zu den vorne, zu den Alienviecher, was das auch immer darstellen soll. Oh ja. Wie war das? Hä? Ich hab's nicht. Nee, das ist so. Jetzt krieg ich's nicht mehr hin. Ein Sprung. Ne Witz? Seid denn ihr. Ah, natürlich renne ich direkt rein. Lass mich rüber! Alienviech! Schießt du mich ab? Was bist du für einer? Bist du was Böses? Ja. Ja, bist du. Natürlich, man kann ihm nichts tun. Doch, auf dem Kopf. Hab's gesehen. Jetzt darf ich wieder alles hinlaufen. Oh, nein. Nein, so weit. Komische Viecher. Komische Viecher. So. So. Dann kriege ich ja doch vielleicht diesen Mond. Okay, doch nicht. Das reicht doch nicht. Verdammt. Hätte ja klappen können. Aber ein normaler Sprung reicht ja noch weniger. Ich mache hier solche Tricks nur für solche Sachen, weißt du? Wahrscheinlich. Ja, wir gehen jetzt weiter. Wir müssen jetzt mal weiter. Wir haben ja noch eine Hochzeit zu crashen. Hochzeit Crash. Hochzeitscrash. Die Hochzeitscrasher. Die noch kaputt machen hier. Hallo, ihr Kleinen. Auch voll langsam. Boom. Ah, die geben aber nur Münzen. Münzen. Weiter geht's. Ist da hinten Mond? Kann es sein. Deswegen. Oh. Oh. Oh nein. Oh. Das ist so. Oh. Op, op. Danke. Die nehme ich gerne mit. Wuhu. Oh, fuck. Und drüber. Oh nein, nicht drauf. Okay, schön. Ich habe übrigens mal einen Checkpoint. Ding Dong Hochebene. Wie komme ich da rüber? Okay, weiß ich noch nicht. Wir werden gleich sehen.
Ich glaube, ich weiß es. Yeah! Um den Mond zu kriegen! Bam! Schatztruhe an der Klippe! Papa! Drüben! Aua! Na, Kollege? Was geht bei dir? Na? Komm her! Muss dich leider kaputt machen! Okay, da ist ein ganzer. Habe ich nicht schon mal mehrere Solfelsen gesehen? Ja, haben wir. Und jetzt? Sag mir, was abgeht! Oh je, das schaffe ich doch niemals. Oh nein! Das reicht nicht! Es reicht nicht! Wie soll ich das... Ach, wahrscheinlich. Oh nein! Nein! Wow. Nein! Okay, das war... mein Tod. Verdammt, ich kann mich nicht mehr retten. Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Wo mein Sprung jetzt wieder nicht geklappt hat. Von vorher. Es klappt einfach nicht. Nö, klappt einfach nicht. Ich will nicht so, wie ich will. Dann gehe ich jetzt. Scheiß auf den. Okay, ich muss auf jeden Fall darüber. Ich kann Anlauf nehmen oder... Erstmal Checkpoint. Ruhige Wand. Ist der hier auch nur? Ha. Guck an. Boom. Ja, toll. Natürlich treffe ich nicht ganz normal. So, Dankeschön. Sehe noch was an der Wand sicherlich? Nee. Da unten gäbe es was. Vorne, ich sehe es doch. Ich sehe es doch. Egal, wir müssen nicht überall hin. Heißt es, wir können gleich... Nein, natürlich nicht, da gibt es noch was. Erstmal weg. Fußball! Bumm! Was willst du? Du bist hier ganz fehl am Platz. Ich kann nicht mitreden, warum? Hier stehen muss, oder? Ja, sei gegrüßt, Reisender. Ebenso sei dein Kopf bitte gegrüßt. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Sollst du dich derzeit wirklich mit dem Beantworten der Frage befassen? Kleinkariert. Sollst du dich derzeit wirklich mit dem Beantworten von Fragen befassen? Nein. Sehr wahr, Meister. Richtige Antwort beim Damen liegt andere Dinge und deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Geh deine Wegreisender. Hier gibt es nichts weiter zu tun. Was hat es mir jetzt gebracht? Wow. Wow. So. Nee, du darfst nicht. Hätte ich jetzt eher angelogen, was wäre dann passiert? Nichts weiter. Hey, Todd! Sei vorsichtig, das Loch ist unglaublich tief. Okay, tschüss! Ah! Oha! Warum ist der Lava? Mondhöhlen im Untergang. Im Untergrund. Ah, da komme ich wieder hoch, okay. Hier ist ja komisch, die Schwerkraft scheint ja ganz normal zu sein. Der liebe Bowser wieder. Sachen gemacht. Ja, und jetzt?
Darunter. Hallo? Knochen trocken. Ich kann fliegen. Was bringt das mir? Kann ich auch in Lava laufen? Ja, wow, weißt. Oh. So was hasse ich, wenn du irgendwo bist und dann. Ja, such dir deinen Weg selber. Zeigt dir nicht, wo es lang geht. Aber es zeigt ja darunter, also muss ich darunter. Ich muss echt fliegen. Dein Ernst? Kann ich noch irgendwas anderes tun hier? Außer fliegen? Oder besser gesagt, irgendwo anders hinzufliegen, außer darüber? Scheinend nöt. Ich darf mich halt nicht erwischen lassen, das ist mein Problem. Hilfe! Hilfe! Ah! Boom! Boom! Panzer zerstört. Okay, weiter geht's im Text. Oh! Warum? Warum? Ist aber nicht alle Knochen trocken erledigen, oder? Irgendwas muss ich tun. Oh. Ach komm, ich will nicht da rein. Ich will da rein. Panzer zerstören. Ich brauche einen Schlüssel. Wo kriege ich einen Schlüssel? Okay, Freunde. Ich will ja nichts sagen, aber. Oh! Komme ich auch nach oben? Weiter? Nee. Ja, wow. Was muss ich tun? Sag es mir. Ah, fast. Knochen trocken braucht man. Wer sieht. Also ist es scheißegal. Ich die erledige. Den kaputt schießen? Wow. Dein Ernst? Dein Ernst? Tabu! 6. Ich hab grad noch was gesehen. Ah. Meins. Aber weiter hoch können die nicht, hä? Tschüss. Alle ab. Bowsers Festung, natürlich. Hier geht ab. Also er hat eine Festung wenigstens noch im Mond sich gegönnt. Sogar der passende. Der passende Helme für die sich gegönnt. Dass jeder auch richtigen Anzug hat. Hallo. So. Dich nehme ich mit. Den werde ich sicher brauchen, oder? Ah. Okay. Ah! Nein! Den brauche ich. Ha!
Wusste es doch. Ist ja nicht umsonst da. Muss jetzt alle seine Tricks ausspielen hier, ha? Alles, was man kann. Ha, Gott. Und jetzt? Macht ihr mal was kaputt? Ja, aber klar. Auf jeden Fall geht's ja. Oh, fuck. Ja. Ja, ich bin tot. Ja, okay, das ist scheiße, weil halt einmal Fehler machst, bist du hinüber. Und da kannst du drehen und wenden, wie du willst. Jetzt kann ich alles von da hinten nochmal hierher, oder? Weil Checkpoint am Arsch der Welt war. Ja, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Ah, Bowser, ich hole dich. Ich mache dich kaputt. So, dann haben wir das auch. Kommen noch mehr Raketen? Ja, da kommen noch mehr. Denn da hinten ist ein Mond. Wow. Das ist der Wahnsinn. Ich bin echt hier. Ich werde hier verarscht. So, wo gibt es hier einen Weg? Hier irgendwo einen Weg geben. Zack! Komm doch her! Alter, willst du mich verarschen? Ach du Heilige. Nein! Alter, wie willst du das machen? Wie? Oh Gott. Boah, ich würde es noch schwerer machen. Vor allem, den Weg kannst du dir ja nicht richtig einfach merken, weil es ja... Du hast ja keine Zeit. Du hast keine Zeit für sowas. So, erstmal. Wo war der Mond? Hier. Wow, das war dezent knapp. Aber erstmal der Mond. Um die Hinderniswand herum. Oh, da kommt ein großer, okay. Oh, fuck. Nein! Nein! Oh, das ist nervig. Oh, okay. Man könnte es ja noch böser gestalten. Man könnte ja sagen, ja. So nicht, mein Freund. Oh, es ist noch ein weiter Weg. Ja, ist halt eine große Rakete, hä? Aber wir sammeln hier so viele Münzen, ne? Das interessiert mich nicht. Okay, das haben wir auch. Okay, das ist halt natürlich... Tschüss! Und hoch da! Oh, er hier. Kann ich selber, hä? Ah! Fast daneben. Ah, ich hab gar nicht gekriegt. Boom! Dankeschön. Da hab ich die Steine zermalmt. Ah, da gibt's noch mal einen. Okay. Den hole ich mir. Den Kollegen. Oh! Da geht's echt runter. Willst du mich verarschen? Oh, Mann. Da wird man richtig verarscht. Du bist Game Over. Also halt die Fresse. Was ist, wenn man echt keine Münzen mehr hat?
Dann ist man ja eigentlich wirklich Game Over. Ja, denn... Oh, Mann! Oh, Gott. Ich stürze in die Tiefe. Ich habe so viel Pech. Mann, Mann, Mann. Mann! Ich habe so viel Pech. Da kann ich springen. Natürlich. Dass man auch ja den Weg gehen muss. Okay, kriege ich mit dem Links nicht kaputt. Scheiß auf die. Da hinten. Oh, 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 oh. Ich sehe einfach nichts da vorne. Oder nicht viel, besser gesagt. Ha. Gott sei Dank. Und weiter. Nach oben. Bowser, wir kommen näher. Oh, sie wieder. Hi. Es ist von Brody's Mami, oder? Ich bin's, Madame Brody, zu der du im Kaskadenland so ungebührlich warst. Um genau zu sein, warst du zu allen Brawlers ungebührlich. Darum sind wir nun auch alle hier. Nun denn, mein lieber Kettenhund ist hungrig, denn ja, der wartet schon auf sein Abendessen. Hab ich auch. Oh, oh, ah! Oh, ah! Nein! Ah, verdammt. Zack! Boom! Fantastisch! Nein, 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 nein. Oh nein. Hör auf mit dem. Hör auf! Mach deinen Helm weg. Mach deinen Helm weg. Boah, das war knapp. Hallo! Ah, Hilfe! Ich bin ein Kettenhund! Und hier, Nummer 2. Genau so. Voll in die Fresse. Oh, es hat ein paar Helme, hä? Ach komm, ist es Brody. Sie wissen doch ganz genau, dass es so nicht geht. Oh, oh, ah! 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 Ich treffe einfach nicht. Ich treffe einfach nicht. Mann! Ich bin zu blöd, den Kettenhund zu treffen. Der ist so riesig und treffe ihn nicht. Jetzt ist vorbei. Vorbei. Und boom! In die Fresse. Tschüss, Mrs. Brody. Tschüss, machen Sie es gut. Oh. Kein Mond. Okay. Egal, ich habe noch ganz viele Münzen, die ich mitnehme. Und sonst habe ich hier nichts. Jetzt geht's zu Bowser, oder? Kann das sein? Bowser, ich komme. Ich komme. Haha. It's freedom like you never knew. 20 bags or a pass. Said a word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. Now let's do the I'm
wanna see.